Heute geht es um 10 Dinge, die ich als Ernährungsberaterin niemals kaufe und dementsprechend auch niemals im Haus habe. Wenn die Informationen, die ich in diesem Video mit dir teile, an der einen oder anderen Stelle für dich nützlich sein sollten, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir ein Abo auf meinem Kanal da lässt. Produkt Nummer 1 ist jetzt vielleicht keine große Überraschung für dich, aber das sind ja fertige Säfte und Smoothies. Denn neben vielen Vitaminen und Antioxidantien haben Säfte vor allem eines, nämlich viel Zucker. Und das teilweise, ja, genauso viel wie eine Cola. Ja, der Zucker, der stammt aus Früchten und nicht aus industrieller Herstellung. Aber egal, welcher Zucker jetzt im Fruchtsaft ist, du konsumierst auf diese Art und Weise wesentlich mehr Fruchtzucker, als du es tun würdest, wenn du die Frucht im Ganzen essen würdest. Die ganze Frucht hat immer mehr Ballaststoffe, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und Mineralstoffe, als so ein Saft jemals haben könnte. Nur, dass die Frucht eben keine so sexy Verpackung hat. Das ist ja auch schon das ganze Problem, was ich sehe. Überschüssiger Fruchtzucker, der gelangt übrigens in die Leber. Und wenn da mehr Fruchtzucker ankommt, als die Leber verarbeiten kann, dann wird dieser Fruchtzucker eben in Fett umgewandelt. Also nichts, was wir haben wollen. Das zweite Produkt sind Softdrinks oder Leitgetränke aller Art. Ich habe es mir in meinem Leben glücklicherweise, muss ich sagen, nie angewöhnt, irgendwelche Softdrinks zu trinken. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle auch nicht erwähnen, dass sie nicht gesund sind aufgrund des enthaltenen Zuckers. Softdrinks haben viele Kalorien, keine Nährstoffe und sorgen dementsprechend auch für keinerlei Sättigung. Also eigentlich keinerlei Vorteile, außer dass sie gut schmecken. Und das Gefühl, das hast du auch nur, weil du es gewohnt bist, solche süßen Getränke zu trinken. Die Frage ist jetzt noch, was ist denn eigentlich mit Leitgetränken? Leitgetränke haben normalerweise im Gegensatz zur klassischen Variante keinen Zucker, da Zuckerersatzstoffe verwendet werden. Dementsprechend sind meistens auch einfach gar keine Kalorien enthalten. Eigentlich ja schon mal gut, gerade wenn es darum geht, unnötige und flüssige Kalorien zu vermeiden. Es ist aktuell immer noch nicht so wirklich fundiert erwiesen, wie positiv oder negativ sich solche Leitgetränke auf unsere Gesundheit auswirken. Insgesamt stehen Leitgetränke unter Verdacht, ja, so eine Art Gewöhnungseffekt zu erzeugen. Das bedeutet, man möchte immer mehr davon trinken und auch insgesamt, dass man tendenziell mehr Lust auf was Süßes hat, wenn man oft zu Leitgetränken greift. Also eher nichts, was ich in meinem Alltag brauche. Produkt Nummer 3, das sind vegane Fruchtjoghurts oder eben insgesamt Fruchtjoghurts. Ich weiß, Früchte und Joghurt, beides getrennt betrachtet, klingt eigentlich ziemlich gesund. Veganer Joghurt jetzt mal hin oder her, was ich jetzt sage, das gilt für beides gleichermaßen. In den wenigsten Fruchtjoghurts ist tatsächlich so viel Frucht drin, wie du es dir vielleicht vorstellst, wenn du dir die Verpackung anschaust. Stattdessen sind solche Joghurts voll mit Zucker und mit Aromen und vielleicht nur mit 3% Erdbeeren oder Kirschen. Verstehe mich jetzt nicht falsch, Fruchtjoghurt sind eine super Alternative zum Dessert, aber sie sind eben noch ein Dessert und nichts, was man jeden Morgen zum Frühstück essen sollte. Produkt Nummer 4 sind Proteinriegel. Und okay, Lüge, ab und zu kaufe ich mal Proteinriegel. Insbesondere an Tagen, wo ich weiß, dass ich viel unterwegs sein werde oder wo ich auf Reisen bin, da sind Proteinriegel schon mal eine ganz gute Alternative. Trotzdem sind Proteinriegel nichts, was bei mir jetzt regelmäßig auf der Einkaufsliste bzw. im Einkaufskorb landen. Im Ernst, Proteinriegel sind nicht nur verdammt teuer, sondern sie suggerieren auch noch, dass der Schokoriegel, den wir hier eigentlich gerade essen, wesentlich gesünder ist, als er eigentlich ist. Denn im Endeffekt ist ein Proteinriegel nichts anderes als eine Süßigkeit und sollte jetzt nicht als Mahlzeitenersatz herangezogen werden. Vor allem nicht auf regelmäßiger Basis. Viel Protein hin oder her. Produkt Nummer 5 sind Low-Calorie-Pasta-Alternativen bzw. überhaupt insgesamt Low-Calorie-Produkte oder Leitprodukte. Kommen wir nochmal auf die Nudeln zurück. Es gibt mittlerweile zahlreiche Marken, die solche Cognac-Nudeln verkaufen, also eine Low-Calorie-Alternative zur klassischen Pasta. Solche Produkte, die enthalten dann mal vielleicht so 6 bis 8 Kalorien auf 100 Gramm Produkt. Das ist im Vergleich zu klassischen Vollkornnudeln, die etwa 140 Kilokalorien pro 100 Gramm haben, signifikant weniger. Diese Nudeln funktionieren so ein bisschen wie zum Beispiel auch Chiasamen oder auch Leinsamen. Die quellen dann im Magen durch ja, Flüssigkeit auf und sollen so eben für ein längeres Sättigungsgefühl sorgen. Das funktioniert tatsächlich auch. Ich meine, da wird ein Volumen erreicht und das macht uns gewissermaßen irgendwo auch satt. Wer gesättigt ist, der hat eben keinen Hunger mehr, der hat keinen Heißhunger und nimmt dann vielleicht sogar noch ab. So die Theorie. Aus diesen Nudeln kann der Körper kaum Energie ziehen und die Ballaststoffe, die enthalten sind, die sind eben unverdaulich. Einen wirklich nennenswerten Effekt für den Körper eben außer die Ballaststoffe, die ganz nett sind,
ist da wirklich nicht dabei. Dementsprechend gibt es auch hier wieder keinen Mehrwert. Das ist eher so ein Abnehmtrick, womit wir irgendwie versuchen, unseren Körper irgendwie auszutricksen. Und solche Produkte, die landen bei mir einfach nicht im Warenkorb. Das gilt übrigens auch für alle anderen Light-Produkte. Manchen Produkten wird einfach mehr Zucker statt Fett zugesetzt. Bei anderen Produkten ist es genau andersrum. Oder es werden eben ja, Zucker durch Süßstoffe ersetzt. Meistens leiden dann aber Konsistenz und Geschmack unter diesen Leitzutaten. Lebensmittel Nummer 6 sind Kaffeesüßungsmittel bzw. Coffee Creamer. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, aber ich hatte mal so eine Phase, in der ich keinen normalen Kaffee getrunken habe, sondern dann noch schön ordentlich viel Milchschaum drauf gepackt habe, was nicht das Problem ist, sondern dann eigentlich auch noch, ja, nicht den Kaffeegeschmack wollte, sondern das Ganze sollte dann am besten noch nach Karamell oder nach Vanille schmecken. Klasse, aber leider eben alles andere als gut für mich. Denn dieses Süßgetränk, was man ja eigentlich auch so ein bisschen von Starbucks kennt, hat mich einfach dazu motiviert, wesentlich mehr Kaffee zu trinken, als es eigentlich gebraucht hätte. Also wesentlich mehr Koffein zu konsumieren, als ich eigentlich gebraucht hätte, um eben ja vielleicht ein bisschen wacher zu sein. Zum eigentlichen Koffein kommt dann eben noch eine Menge Zucker dazu und dann dementsprechend natürlich auch der Zucker- und Koffein-Crash nach ein paar Stunden später. Durch Koffeinkonsum, vor allem einen sehr hohen Koffeinkonsum, wird übrigens ein Stresshormon ausgeschüttet. Und das ist nicht nur schlecht, wenn du abnehmen möchtest, sondern insgesamt auch nicht gerade förderlich für die Hormongesundheit von Frauen. Punkt Nummer 7 ist gekaufte Peanut Butter oder eben, ja, Erdnuss. Wie nennt man das auf Deutsch? Ich mag eigentlich alles mit Erdnuss und ich esse auch super gerne Erdnussmus. Aber es gibt einen signifikanten Unterschied zwischen Erdnussmus und zwischen dieser Peanut Butter, die du mit der amerikanischen Flagge im Supermarkt kaufen kannst. In dem einen ist wirklich nur Erdnussmus enthalten und in dem anderen jede Menge zusätzliches Zucker und auch noch schön billiges Öl. Klar, Erdnussmus ist jetzt nicht der Low-Calorie-Snack schlechthin, aber wenn du nicht gerade abnehmen willst, dann ist es auch nicht notwendig, ständig und die ganze Zeit sich auf irgendwelche Kalorien zu fokussieren. Aber ich finde es trotzdem gut, wenn man die Alternative wählt, die besser für die eigene Gesundheit ist. Und wenn du Erdnussbutter magst, dann probier es doch vielleicht mal mit Erdnussmus anstatt dieser Variante, die es sonst so im Supermarkt zu kaufen gibt. Produkt Nummer 8 sind die High-Protein-Produkte. Und eigentlich gilt hier alles, was ich auch schon zu diesen Light-Produkten gesagt habe. Produkte, die mit High-Protein oder mit extra viel Eiweiß gekennzeichnet sind, da haben dann meistens die anderen zwei Makronährstoffe ein bisschen das Nachsehen. Eiweißbrot zum Beispiel hat einen nennenswert höheren Proteinanteil, das stimmt schon. Wenn man sich die Makronährstoffverteilung von so einem Brot aber anschaut, dann hat es meistens auch wirklich viel mehr Fett und dementsprechend auch viel mehr Kalorien als ein vergleichbares Vollkornbrot. Und das ist vollkommen okay, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn das dann eben in die eigene Makronährstoffverteilung reinpasst. Aber was ich eben in der Praxis sehe, ist, dass es ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, dass da eben dann mehr Fett und auch dementsprechend mehr Kalorien drin sind. Eigentlich wollen sie ja im besten Fall einfach nur von mehr Protein profitieren. Nicht zu sprechen von den ganzen anderen High-Protein-Produkten, die es sonst noch auf dem Markt gibt, die es glücklicherweise in dem Ausmaße noch nicht im veganen Sektor gibt. Damit meine ich diese ganzen High-Protein-Produkte in schwarzen Verpackungen, Puddings und Joghurts etc., die teilweise sogar weniger Protein haben als vergleichbare Produkte. Das Einzige, was solche Produkte bringen, ist mehr Cashflow für die Firmen, die diese Produkte produzieren. Punkt Nummer 9, fertige Müslis und Cerealien. Das hat früher auf meinem Standard-Einkaufszettel eigentlich immer drauf gestanden. Ich hatte so ein Müsli, so eine Müsli-Mischung, die habe ich mir immer gekauft und mittlerweile seit einigen Jahren nicht mehr. Dabei steht auf solchen Müsli-Verpackungen immer so schön viele Sachen drauf, die uns glauben lassen, dass das Ganze so gesund und so gut ist für uns und unsere Gesundheit. Mit Vollkorngetreide, weniger Zucker oder auch mit extra vielen Ballaststoffen. So eine Müsli-Verpackung, die kann ganz schön trügerisch sein. Dabei sind Frühstückscerealien, auch wenn sie solche gesunden Slogans haben, meistens nicht so gut für die Gesundheit. Du kannst ja ganz einfach mal hinten auf die Rückseite schauen und die Zutaten checken. Wenn da ganz vorne mit dabei Zucker oder auch Glucose oder Glucose-Fructose-Sirup oder solche Geschichten stehen, dann lass einfach besser die Finger davon. Produkt Nummer 10 sind abgepackte Salatdressings. Und falls du, wie ich auch früher, zu diesen Personen gehören, die einfach kein richtig gutes und leckeres Salatdressing hinbekommen, dann verstehe ich, dass der Griff im Supermarkt in diese Abteilung von den fertigen Salatdressings, dass der Griff einfach sehr, sehr schnell gemacht ist.
ein bisschen Gemüse und Salat schnippeln und das fertige Dressing drüber und fertig ist die gesunde Mahlzeit. Vermeintlich. Das Problem ist, dass die Zutaten von so einem Dressing nicht so gesund sind, wie der Anschein vermuten lässt. Wie so oft bei fertigen Produkten. Mayonnaise, Sonnenblumenöl und Zucker sind meistens ganz, ganz vorne auf der Zutatenliste. Also eigentlich nichts, was wir so unbedingt essen wollen. Wenn du jetzt noch auf der Suche bist nach wirklich leckeren und gesunden Dressing-Ideen, dann schau mal hier in diesem Video vorbei. Da habe ich dir nämlich meine besten Dressings abgefilmt. Schreib mir gerne auch mal in die Kommentare, welche Produkte du nie zu Hause hast, beziehungsweise welche du nie kaufst. Ich freue mich von dir in den Kommentaren zu hören und hoffe, dass wir uns nächste Woche im nächsten Video wiedersehen.